Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Und Zoe ist schon bereit für Silvester. Genau, heute ist Silvester. Bis 2 Uhr. Was sehr ungewöhnlich ist. Aber ja, und sie hat sich schon mal in Partystimmung. Und ja, ich könnte ja dekorieren. Gehen wir in den Baumodus. Und das sind die Feiertagsobjekte für die Silvesterparty, oder wie? Ja. Tja, da ist ja jetzt nicht so viel da, was wir jetzt benutzen könnten. Tja. Wo gibt's denn Feuerwerk? Ist das Deko? Deko. Tja. Was für Silvester? Haben denn keine Knaller oder so? Haben sie denn Feuerwerk? Ich sehe kein Feuerwerk. Mal gucken. Feuerwerk. Ne. Tja. Oh, ich habe keine Ahnung, wie man Silvester bei Sims 4 feiert. Ja. Ich glaube bei Dings, in der Stadt San Maishu gibt es Feuerwerk. Die könnten ja zu Mitternacht. Bla bla bla. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass Vorsätze fassen. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Klicke auf deinen Sim und wähle Vorsatz fassen, um teilzunehmen. Gut, dann probieren wir zumindest das mal aus. So. Singen üben. Nein. Vorsatz fassen. Oh. Einen bestrebten Meilenstein abschließen, befördert werden. Ja gut, der kann ja nicht mehr befördert werden. Ja, dann machen wir das. Ich könnte mir etwas vornehmen. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ha, abgeschlossen. Das finde ich ganz gut, dass du das machst. Philipp hat den Vorsatz gefasst, eine Fähigkeit zu verbessern. Arbeite an einer Fähigkeit, um den Vorsatz umzusetzen. Öffne die Simologie-Leiste, um dir deinen Fortschritt bei der Erfüllung des Vorsatzes anzusehen. Simologie. Ach, da. Ach, das ist ja cool. Vorsätze, nice. Gut, dann machst du das selbe. Zur Arbeit gehen. Nö. Fit werden, abnehmen. Aha, sie ist schon schlank. Oh, befördert werden. Und ich möchte befördert werden. Ich finde es gut, dass du deine Fähigkeiten verbessern willst. Ja, aber vielleicht will ich ja Barista. Ach, jetzt haben wir mal keinen Scheiß hier. Ich will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Was? Ja, was machen wir eigentlich zu Silvester? Wir könnten ja versuchen, eine Party zu feiern. Eine Silvesterparty. Geht das? Ein Meet and Greet? Nö. Oh, Gala, das war nicht so gut. Nee, das geht irgendwie nicht. Kleinkind spielt drauf. Gib eine große Party für kleine Sims. Lade alle Bekannten deines kleinen Kindes zu meinem lustigen, fröhlichen Spieltreffen ein, während die kleinen Toben kannst du mit anderen Betreuern Grillen und Erziehungstipps austauschen. Davon sind wir ein bisschen entfernt. Ach, eine Schwarz-Weiß-Party wäre doch toll.
Nichts ist nur schwarz und weiß, außer deiner eigenen Schwarz-Weiß-Party. Unterhalte deine Freunde mit schwarzer oder weißen Anzug, schwarzen oder weißen Anzug, beziehungsweise Abendkleid oder im weißen schneeweißen Zwirren. Deine Gäste werden sich auftakeln, um doch richtig abzufeiern. Ja. Ja, irgendwie, nee. Aha. Gut. Oh, das Bild ist ziemlich quadratisch. Aber das ist unsere Hochzeit. Ja, ich weiß. Was ist eigentlich das da? Countdown bis Mitternacht. Bleibe lange auf und brülle am Fernseher den feierlichen Countdown mit. Sieh dir den Countdown an, bis Mitternacht am Fernseher an, um teilzunehmen. Der Countdown ist nach 23 Uhr am TV verfügbar. Also draußen regnet es, da sollten wir vielleicht Wiebe nicht rausgehen. Brüste ganz kalt. Nass. Ja, und sind noch ganz gemütliche Klamotten an. Das wird passend zu dem Wetter, oder? Ja, vielleicht können wir eine Spielkonsole kaufen. Das wäre dann so ein Müll wie kein Spiel oder Sportgeräte. Ja, das ist also, ich laber kein Müll hier. Ah, ich glaube schon. Waga Fruit. Das ist wie Krieg führen. Warba mit Quest. Mit meinem Ehepartner, wenn Tell du nur mal reinkommst. Verstehst du, was ich meine? Alright. Hey, du hast recht. Schwey Bao. Farik, B. Ralph. Ja. Oh, ich komm her, ich küsse dich jetzt mal. Ah, das war jetzt sehr schön. Jetzt gib mir eine Massage. Komm da, mein Rücken massieren. Oh, das war sehr schön. Zone-Spa. Komm, lass uns dieses Jahr das letzte Mal mit deiner Techtel mächteln. Sibau. Komm schon. Ich bin schon ganz piep. Wir dürfen natürlich. Ach, immer diese bescheuerte Gang. Hoffentlich stirbt er bald, was? Nein. Ja, gut, bei uns dauert es noch ein bisschen, bis wir wieder Silvester haben. Wir haben heute den 29. Spaß. Uiuiui, unser Bild. Ja. Es regnet schon wieder, aber dann das Lustige ist, es ist Silvester und dann ist auf einmal Frühling. Ja. Ist voll logisch. Das heißt, heute ist der letzte Wintertag. So, die sind schon fertig mit Pimpern. Ich meine mit Techtelmechtel machen, mit Liebe machen. Amore, l'amore. Hey, da ruft jemand an. Philipp, ich habe gehört, dass du kürzlich für einen guten Zweck gespendet hast, wären doch mehr Leute so großzügig wie du. Danke. Ja, gerne. Ich wollte mal anrufen und dir das so mitteilen, weil es ist voll toll und so, besonders noch in diesem Jahr. Das nächste Jahr wird bestimmt ganz toll. Ja, wahrscheinlich. Ich leg dann auf. Hey. Ich bin voll gut, ein guter Mensch. Ich habe den guten Ruf. Und ich muss sowas für meinen Ruhm tun, also werde ich dann mal... Oh, Knallbonbons. Also mal Feuerwerk kaufen. Ja, das ist doch, ach so, Hochzeit. Kann man ja kaufen. Das ist für die Hochzeit. Hochzeit. Alle kaufen alles. Komm, alles. Hauen wir auf den Putz. Auf den Putz hauen wir. Da können wir doch eine Party veranstalten. Aber man kauft das Feuerwerk am Computer.
Dann heiß. Oh. Ich habe voll die tollen Sachen gekauft. Oh, die sind jetzt wohl in deinem Inventar. Ah, da sind sie ja sehr schön, sehr schön. Gut, dann stell dich doch mal nach draußen und dann wäre alles bereit. Was ist das? Heiß und süß. Ah, die süße Berührung eines anderen Sims. Oh, so cute. So, das ist die Funkenfontäne. Das ist der Mörser. Dann ist das für die Hochzeit? Ja, das ist wahrscheinlich auch für die Hochzeit. Ja, das Wirbelfeuerwerk. Tun wir einfach mal hier hin. Und das ist die. Na, das ist die römische Kerze. Das ist wahrscheinlich auch für die Hochzeit. Und eine Hochzeit. Ach, auch Hochzeit. Ja, dann geht das nicht. Wir können noch eine Wunderkerze kaufen. Also ich kaufe doch noch mal eine Wunderkerze. Für wen denn? Ja, für dich. Oh, das ist so toll. Ja, das finde ich auch. Hier, eine normale Wunderkerze. Aber für die Hochzeit auch noch. Oh, das ist so toll. Gib mir die Kerze. Das hast du mir beide gegeben. Ja, kleiner Augenblick. Das ist ein bisschen kompliziert. Hier, einmal hier. Und ich gebe dir dann die andere. So, da, zack. Sehr schön, sehr schön. Ich gehe da mal Pipi machen. Danke für die Info. Ich mach dann, was könnte ich denn verbessern? Vielleicht schaffe ich das noch in diesem Jahr, auch die Schelmfähigkeit. Wie auch immer man die lernt. Lernt man das hier? Lepp. Vielleicht hier? No, no, no. Vielleicht, ja, wer weiß, wer weiß. Upsi! Ja, oh, da hat was in meinem Popo gekitzelt. Ja. So, jetzt ziehe ich mich mal um. Da, Outfits. Ich zieh mal das dann. Haha, das war lustig. Ich ruf mal jemanden an. Ja, ruf mal die Bella an. Hey, Bella, das Haus. Ich wollte mal mit dir reden, weil Silvester Miss Stevie Flina. Watanabe. Ah, das klingt aber toll. Ja, du will. Oh, ich hab Geld verdient. Ja, heute ist ja Feiertag. Reputation Magra. Wir müssen alle nicht arbeiten. Außer die Busfahrer. Cheshire. Ja, die Busfahrer. Wegen Kappa Baru. Ich hab nicht, was mit Busfahren gehört. Blöde Kuh. Ja, was mache ich jetzt? Ist das denn wirklich so kalt? Ja, lass mal zur Sicherheit das Ding da an. Das Thermometer. Regnet es eigentlich noch? Ja. Ach. Ja, bald ist Hochzeit. Bin ich ja so aufgeregt. Ach, wie kann man denn eine Reise buchen? Zwinker, zwinker. Reisen. Ach so, das müssen wir dann sofort machen. Nee, das machen wir dann, wenn wir verheiratet sind. Ja, ich könnte ja Musik anmachen. Was mache ich denn für eine Musik an? Elektronisch. Und da tanze ich voll drauf ab. Tja, welche Fähigkeit könnte ich denn lernen? Dann machen wir doch die Geschicklichkeit. Dann lesen wir mal dieses Buch. Ja, ja, ja. Was ist das? Was ist los? Was ist das? Na, hab ich's vor, so hiermit.
Dann kommen wir weg. Du hast einen guten Ruf. Die Menschen würden deine Blumenarrangements und Landschaftsgestaltung lieben. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Lungenkrebs. Hast du schon einmal eine Karriere als Gärtner in Betracht gezogen? Ich würde dir 2 grüne Daumen hochgeben und dich direkt zu Blattschneider Rang 4 befördern. Klingt gut, oder? Du weißt anscheinend nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich hab nur noch ein paar Monate zu leben. Du musst mich schon auf die Sprünge. Wer war das, Schatz? Ach, mein Gott. Bilder von mir sehen. Was? Gar nichts. Also, wir müssen es vorspulen, damit wir den Tag hinter uns bringen. Ich könnte mich ja hinsetzen. Das wäre gemütlicher. Ja. Oh mein Gott, was da alles passiert? Feuerwehr, was ist das? Kenn ich gar nicht. Oh mein Gott. Das ist ja aber mal was. Oh, genau so machen die das. Also. Ach ja. Hast du jetzt wirklich... Gut. Ich meine... Zur Strafe. So. Warum? Ergibt das Sinn? Egal. Oh mein Gott, gruseliger Film. Wischiwaschi, Hühnerflaschi. Was ist denn? Ich muss wissen. Oh ja, Game of Thrones und so. Feuerwerk. Regnet es immer noch? Nö, die ist doch nur ein paar Meter von dir entfernt, du Depp. Blablabla. Meine Frau ist nicht in der Nähe. Oh, Indiana Jones für Arme. Torwart! Boxen! Amateurstunde. Anstatt mit deiner Frau redest, wenn du eifersüchtig bist, du Trottel. Ich muss mal mit deinem. Das ist aber feierlich. Ja. Oh! Nee, hat er nicht gemacht. Dann lass uns umknutschen. Marvey, tschüss, Sam. Oh, Subta. Oh, das war geil. Ah,
neue Silvester-TV-Veranstaltung. Das geht schon. Supta. Ja. Und der Countdown läuft in nur 3 Stunden. Alles zu Ende. Ach, wir können doch wegfeiern gehen. Wir haben uns Feuerwerk hier gekauft. Ist das lustig? Oh, die Hunde machen sogar mit. Das ist ja irgendwie. Passt das zu uns? Oh. Das Jahr geht bald zu Ende. Da haben sie auch alle guten Vorsätze. Wir könnten ja essen. Das ist irgendwie nicht leicht. Wir sollten anstoßen, wie auch immer man das macht. Ja, isst du gern? War neu. Ja, natürlich, weißt du doch, wir sind doch schon seit 40 Jahren zusammen. Dugas in Bar. Zorb. Ja. Choba Quimsba. Ganz schön langsam. Babas in Boy. Ja, das war recht. Ich hab Hunger. Ich verstehe schon, was du willst. Dann machen wir mal ein Festmahl. So, was könnte denn zu Silvester passen? Machen wir ein schönes Festmahl. Ich koche da mal. Oh, bald ist Neujahr. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich trainiere mal Bodyshipping-Video. Ja, jetzt mache ich alles so ein Body. Ja, genau. Und weiter geht's. Hoppa, hoppa. Im Video. Ich hab's gleich. Noch 1,5 Stunden. Sorry, will ich auch haben. So, ihr Wisch! Halt machen. Was macht ihr denn da? Oh Gott. Ich bin schon fast schwierig. Barfuß, kann ich es auch machen. Ich hab's gleich. Oh, der Countdown, Schatzi, der Countdown. Oh Gott, wie schön. Hey. Noch was würzen. Oh, wie neu. Das ist unglaublich, Schatz. Der Countdown läuft. Ich hab gerade, ich koch doch noch. Ach, Mann. Oh, ich pack schon mal die Wunderkerze aus. Oh, das ist so schön, das Video. Hey, wir müssen... Komm jetzt her! Ist ja schon gut. Ich zieh mir noch was Festliches an. Oh, gut, dann mach schneller. Ich zieh mir dann noch was Festliches an. Es ist irgendwie schade, dass wir das ohne unsere Freunde machen. Das ist mir zu wichtig. Mach die Wunde. Oh, verflucht. Komm schon, Schatz. Ich komm ja schon. Und die Wunderkerze anzünden. Zack. Und Countdown. Oh, ich
ich habe, glaube ich, die Hochzeitswunderkerze angezogen. Angezündet. Nee. Moment, dann machen wir auf ihn. Dann machen wir so. Sie freut. Sie so, das ist meine Wunderkerze. Und er, wii, wii. So. Ich glaube, sie hat versehentlich die Wunderkerze angezündet, oder? Ja. Na egal. Oh, das ist die Wunderkerze für die Hochzeit. Oh, sie schaut aus. Oh, wir müssen uns die Countdown anschauen. Nein, das schaffen wir noch. Shishubi! Ui, ja. Shishubi! Alles Gute zum Neujahr. Zum Frühling. Ja, komm, wir zünden noch diese Feuerwerke an. Okay, ich zünde dann dieses an. Dann ist auch bald die Folge vorbei. Ja, jetzt mal Frühling. Ja, das ist toll. Frohes Neues. Das ist schön. Und dann. Komm schon, in die Lüfte. Ebso. Ich geh da mal. So. Ach, du bist so ein Langweiler. Zieh dich das noch an. La 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 la. Verpufft sind sie. Hallo? Ach, toll. Sehr schön. Zieh dich doch das an. Und ich hab so einen Kohldampf. Na los. So eine Scheiße. Na toll. Ist ja voll wie ein Arsch. Naja, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich ein bisschen überzogen mit der Folge. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal bei einer neuen Folge von die Sims 4. Ciao mit C.